Hallo, ich möchte heute über zwei ganz konkrete Aktien nachdenken. Zuerst möchte ich über die türkische Firma Koç nachdenken. Wenn die Börse in den USA öffnet, an der Nasdaq, werde ich demnächst, also heute am Nachmittag, ein paar Aktien von dem Unternehmen kaufen. Ich möchte groß erklären oder deutlich darauf hinweisen, wo hier die Risiken liegen, aber dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis oder das Risiko-Chancen-Verhältnis halt meiner Meinung nach trotzdem dafür spricht, hier eine kleine Position aufzubauen. Und dann im Gegensatz dazu möchte ich im zweiten Teil des Videos über Pepsi Cola sprechen, einem Unternehmen, wo ich schon seit vielen Jahren beteiligt bin, das also unter sehr sicher und das sehr groß fällt. Ich möchte auch ein bisschen mehr darauf eingehen, wie ich an solche Sachen herangehe, wie ich darüber nachdenke. Ich werde also in Kommentaren immer wieder gefragt, wie ich solche Sachen analysieren, und die Firma Koç und die Firma PepsiCo sind also so unterschiedlich, das eine also doch eine spekulative Wette, das andere eher Basisinvestment, dass sich die beiden Firmen auch im Vergleich super eignen, um ein bisschen mehr über die Methodik zu erzählen. Aber es bleibt auf dem Kanal dabei, das ist nur das, was ich mit meinen Ersparnissen mache, um über die aktuelle Krise ganz gut drüber zu kommen. Das ist keine konkrete Empfehlung, ihr seid für das, was ihr macht, selber verantwortlich. Und das zweite ist, ich bringe wie immer nur Teile und Ausschnitte dessen, was ich mir anschaue, sonst würden die Videos viel länger dauern, und ich will vor allem auch anregen, um selber nachzudenken. Ja, also es gibt so viele Kanäle, die euch bei einer konkreten Aktie ganz genau erklären, warum die unbedingt steigen muss oder warum er short gehen muss und die unbedingt fällt. Ja. Ich bin da wesentlich vorsichtiger, ich denke auf alle Ecken und Enden darüber nach, was passieren könnte. Mir ist klar, dass ich nicht alles weiß. Ja. Und somit gebe ich hier also auch nur Ausschnitte meines Denkens wieder, um eigentlich dazu anzuregen, sich selber schlau zu machen und das auch noch unabhängig, kritisch alles nochmal zu überprüfen. So, fangen wir mit der Firma Koç an, wo ich also heute am Nachmittag ein paar Aktien kaufen werde. Da ist einmal wichtig, dass man sich die Türkei insgesamt anschaut. Die Medien bei uns sind eigentlich relativ voll, eher ein gehässiges Bild über die Türkei als Entwicklungsland. Man macht sich da gerne im Westen über die Türkei lustig, und ich finde, dass das ein bisschen überheblich ist und zu wenig differenziert. Ja. Es ist nicht ganz falsch, was man da berichtet, also zum Beispiel die türkische Notenbankpolitik oder die Währungspolitik auch von Präsident Erdogan selber, ja, habe ich mich auf dem Kanal auch öfter also gesagt, dass das ziemlich desaströs ist. Die Türkei hat momentan eine Inflationsrate, die bei 100% liegt. Das ist schlecht. Ja. Da haben sie einiges falsch gemacht in den letzten Jahren. Also die Kritik, die an der Türkei kommt, ist nicht unberechtigt. Ja. Aber man muss auch hier die positiven Sachen sehen. Ja. Also nur zum Beispiel beispielhaft, wenn man in deutschen Medien über die Türkei herzieht, könnte man sich auch einen neuen Hauptstadtflughafen bei Istanbul anschauen. Der ist nach 4 Jahren Bauzeit relativ im Plan eröffnet worden. Also ich glaube, den Seitenhieb versteht eh jeder. Aber auch generell in der Türkei drängen jede Menge gut ausgebildeter junge Leute auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt auch jede Menge nicht gut ausgebildeter Leute in der Türkei, aber es gibt halt generell gegenüber Europa viel mehr Kinder. Und davon sind nicht wenige mittlerweile in den naturwissenschaftlichen Fächern ganz gut ausgebildet. Ich gehe also davon aus, dass die Türkei, was das Bildungsniveau anbelangt, nach wie vor etwas hinter den EU-Staaten liegt. Aber der Unterschied ist in den letzten 10, in den letzten 20 Jahren kleiner geworden. Und türkische Arbeitskräfte sind halt vor allem auch deutlich günstiger. Die Staatsquote in der Türkei ist deutlich geringer. Die Steuern und Abgaben sind deutlich geringer. Hier spricht also durchaus einiges für die Türkei. Und ich glaube, dass es auch die Türkei ganz gut schafft, eigene Interessen zu formulieren und weltweit durchzusetzen. Ja. Also nur zum Beispiel, also die Türkei ist bekanntlich NATO-Mitglied, macht aber bei den Russland-Sanktionen nicht mit. Ja. Stößt sogar in viele Lücken, die jetzt in Russland aufgehen, ja, weil sich westliche Konzerne zurückziehen, kommen türkische Konzerne und versuchen, diese Lücken zu schließen. Ja. Man schafft es also ganz gut, das eigene Gewicht, das man hat, auf der Bühne der Weltpolitik, das also überschaubar ist, ja, aber doch vorhanden ist, ganz gut einzusetzen, indem man ja, eben eigene Interessen vertritt und sagt, ja, wir bleiben schon NATO-Mitglied, wir stimmen von mir aus dann auch für die Weiterwahrung mit Schweden zu. Ja. Also Erdogan geht dann immer wieder Kompromisse ein, sagt aber gleichzeitig auch, was für sein eigenes Land gut ist und verfolgt die Interessen nicht. Ich finde, da spricht also durchaus einiges auch für die Türkei.
Und im Besonderen jetzt eben gefällt mir die Holding Koç. Das ist also eine Industrieholding, eine Holding mit Tochterunternehmen, die im Energiesektor tätig sind. Also eine Holding ist eine Muttergesellschaft, die viele verschiedene einzelne Gesellschaften, die dann auch oft wieder an der Börse sind, kontrolliert oder da Beteiligungen hat. Und unter anderem ist Koç also ein großes Industrieunternehmen. Wir sprechen da so durchaus in der Größenordnung 100.000 Mitarbeiter. Das ist also, auch wenn türkische Unternehmen bei uns nicht bekannt sind, aber wär das Unternehmen in Deutschland, dann wäre es einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Ja. Also es ist schon ein riesiger Konzern, der unter anderem also Töchter hat, die wiederum dann Kühlschränke, Küchenutensilien, ich glaube Klimaanlagen, alle möglichen Elektrohaushaltsgeräte an die ganze Welt verkauft. Und insofern, ich nehme an, das hat eine sehr lange Tradition, übernimmt die Türkei da auch so ein bisschen eine Scharnierfunktion und beliefert zum Beispiel auch viele afrikanische Länder oder südostasiatische Länder, die von europäischen Firmen, also ich meine jetzt eben nicht China, sondern eine Menge kleineren Ländern in Südostasien, die also dann bei großen Konzernen oft so ein bisschen unter den Tisch fallen. Da kümmert sich dann die Türkei oder Koç in dem Fall drum und hat da teilweise ganz gute Marktanteile. Und ein nennenswerter Teil des Wertes, der bei Koç da ist, sind auch Energieunternehmen. Und zumindest, wenn man die Türkei jetzt als europäisches Land sieht, oder als Land am Rande Europas, das ist mir jetzt egal, bitte das nicht zu so politisch zu nehmen. Aber dann ist die Türkei also ein Land, das zumindest in der Nähe von Europa liegt und das bald das einzige im Westen sein wird, also im Gegensatz jetzt zum Osten mit China, das über russische Pipelines jede Menge russisches Gas bekommt. Und das natürlich zu einem Preis, der viel günstiger ist als das LNG-Gas. Ja, es überlegen aktuell nicht wenige deutsche Firmen, Produktionsstandorte in die Türkei zu verlagern. Und Koç ist da also eines der Unternehmen, die genau in dem Bereich, wo die Standortpolitik von der Türkei wirklich gut ist, tätig ist. Also im Bereich von Energie und im Bereich von Konsumgütern, die industriell gefertigt werden. Für Koç spricht also dann, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach meinen eigenen Schätzungen für die nächsten Jahre ungefähr bei 5 liegt, das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei 0,2 oder 0,25. Das heißt, das Unternehmen ist einfach unglaublich günstig bewertet. Ja. Ein paar Sachen, die ich jetzt über die Türkei gesagt habe, treffen auch auf Japan zu. In einem der letzten Videos habe ich über den Musikinstrumentehersteller, Elektronikhersteller Yamaha gesprochen aus Japan. Ja. Also das Unternehmen ist viel stabiler, ja, hat viel weniger Risiken als Koç, ja, wird aber auch mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25 bewertet, also ungefähr fünfmal so teuer als Koç. Ja. Also es ist vor allem die billige Bewertung, die dafür spricht, dass man mal ein paar Aktien von Koç kaufen könnte. Es gibt nämlich auch enorme Risiken. Ja. Also eins der Risiken ist eine Verschuldung von fast 60 Milliarden. Und hier ein bisschen was zur Methodik. Also auch da ist ein gewisses Länderrisiko bei türkischen Konzernen dabei. Die sind halt dann doch nicht so transparent, wie man sich das wünschen würde. Es ist schwieriger, Informationen zu kriegen. Wenn man also auf die Unternehmenswebseite der Firma Koç geht, findet man einen Button, wo man alles auf Englisch umstellen kann. Und dann findet man auch den Punkt Investor Relations, wo die Jahresberichte auf Englisch abrufbar sind. Die kann man also als Österreicher oder als Deutscher mit Englischkenntnissen durchaus im Original lesen. Aber schon bei den Anhängen, ja, und das geht jetzt zu tief rein, ja, aber für mich ist der Geschäftsbericht an sich oft nicht so interessant wie die Anhänge mit den Zahlen. Ja. Und bereits die Anhänge, also die Appendixe, an den Geschäftsberichten sind teilweise nicht mehr auf Englisch, sondern nur im Original Türkisch und damit ist die Beschriftung für mich mit meinen nicht vorhandenen Türkischkenntnissen nicht zu lesen. Das heißt, man muss sich also im Klaren sein, wenn man in ein türkisches Unternehmen investiert, auch wenn es 100.000 Mitarbeiter hat. Es ist dann doch nicht so transparent, wie man sich das wünschen würde. Man findet auch weniger Sekundärmeinungen, also zum Beispiel jetzt im Unterschied, was ich dann gleich erwähnen werde, eben PepsiCo als einer der größten Konzerne weltweit. Ja. Da kann ich mich also darauf verlassen, wenn eine Zahl publiziert wird, dass ich genug Sekundärquellen finde, ja. Genug Wirtschaftsmagazine, die sich mit den aktuellen Quartalszahlen von PepsiCola beschäftigt haben und wo Ungereimtheiten auffallen würden oder zumindest die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sie auffallen. Das ist also beim türkischen Unternehmen nur
bedingt der Fall. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann liegt die Verschuldung von Koç in der Größenordnung von 60 Milliarden US-Dollar und ein nicht geringer Teil der Verschuldung ist auch wirklich in US-Dollar. Das ist natürlich ein zusätzliches Risiko, wenn ein Unternehmen in der Türkei, das in türkischen Lira bilanziert, Schulden in einer Fremdwährung hat, hier US-Dollar, und der US-Dollar steigt stark an und die türkische Lira verliert an Wert dafür, dann können diese Schulden also bis hin zu einem Konkurs führen. Halt scheinbar in der Vergangenheit war das bei Koç aber kein Problem. Wahrscheinlich deswegen, weil Koç auch einen Großteil seiner Umsätze wiederum außerhalb der Türkei macht. Ja. Man sieht also, dass die Aktie, ja, obwohl die türkische Lira ja massiv verloren hat, ja, also auch so im letzten Jahr so stark angestiegen ist, dass sie so auch im Bereich von US-Dollar ein ordentliches Plus von 100% in etwa hat. Ja. Im Vergleich zum Kurs vor 5 Jahren ist der Kurs etwas stabil geblieben. Aber ich meine nur, dass es gibt jede Menge Risiken, die hier dabei sind. Und ich erwähne das nochmal, also ich werde Aktien in einer Größenordnung kaufen, dass Koç dann danach, nach dem Kauf, ungefähr 0,25% in meinem Depot ausmacht. Vielleicht, wenn sich die Firma gut entwickelt, verdopple ich das dann noch einmal, dann macht die Position 0,5% im Depot aus, aber das wird nie eine Position sein, die mehrere Prozente bei mir im Depot ausmacht. Außerdem gibt es hier das Risiko, dass ich nicht direkt kaufen kann, sondern über einen amerikanischen ADR, also einen Hinterlegungsschein. Ich habe schon öfter erklärt, was das ist. Kaufen muss. Das heißt, wenn es hier Sanktionen oder große Differenzen zwischen den USA und der Türkei gibt, also ähnlich jetzt wie mit Russland, dann gibt es hier ein zusätzliches Risiko, dass ich über meine Aktien nicht verfügen könnte. Ja. Nachdem die Türkei momentan in einem Krieg in Syrien verwickelt ist, ist das nicht ganz unmöglich. Also das ist auch was man am Radar haben sollte. Ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass hier was passiert, nicht für sonderlich groß, sonst würde ich nicht investieren. Aber man muss all die Risiken wissen. Also sozusagen, wenn ich es langweiliger haben will oder vor allem auf Sicherheit gehe und keine Gewinne machen will, dann wäre eben, in einem der letzten Videos von mir findet ihr das, die Gedanken zur japanischen Firma Yamaha wahrscheinlich die zielführende. Ja. Das ist ein Unternehmen, das wird ziemlich sicher in 10 Jahren noch immer gute Gewinne machen, ist aber eben auch mit dem 5-fachen Preis bewertet, mit dem die Aktie der Firma Koç bewertet ist. Also was ich damit sagen will, ja, ist bei der Firma Koç, das ist sicher eins der risikohaftesten Unternehmen, die ich hier auf dem Kanal bespreche, in die ich selber investiere, ja. Aber das Chancen-Risiko-Verhältnis ist insgesamt ein sehr gutes. Ja. Und so mache ich das persönlich. Ich investiere in sehr viele Unternehmen und da kann es dann auch durchaus sein, dass einmal eine Investition nicht aufgeht. Aber insgesamt spricht eben das Chancen-Risiko-Verhältnis durchaus für die türkische Firma Koç. Und jetzt im zweiten Teil eben, wie erwähnt, Pepsi-Cola, ja, weil das eben so eine ganz andere Firma ist. Ja. Also zu Pepsi-Cola habe ich schon öfter Videos gemacht. Man braucht sich das auch nur auf Wikipedia durchlesen. Also Pepsi-Cola ist anders als Coca-Cola nicht nur ein Getränkehersteller, sondern hat da Nahrungsmittel, auch sehr oft ungesunde Nahrungsmittel, aber ich bezeichne es trotzdem als industriell gefertigte Nahrungsmittel, die sie in über 100 Markennamen verkauft. Ja. Und es gibt auch wirklich viele Einzelmarken bei Pepsi-Cola, ich habe mir das früher mal genauer angeschaut, die jede für sich mehr als 1 Milliarde an Umsatz bringen. Das heißt, Pepsi-Cola ist ein sehr breit aufgestellter Nahrungsmittelkonzern, also ähnlich vergleichbar auch wie Unilever oder Nestle, würde ich da als Peer Group sehen. Ja. Und bei Pepsi-Cola, das macht bei mir im Depot 1,5% aus, ist also da eher eine große Position, die ich strategisch sehe. Und ich habe da mal auch die Geschichte mal bei mir im Depot quasi angeschaut. Ich habe Pepsi-Cola 2016 zweimal gekauft, 2017 dann einmal, 18, 19 und 20 jeweils einmal. Ja. Und insgesamt macht das eben jetzt bei mir 1,5% aus. Pepsi-Cola ist jetzt also ein Unternehmen, das regelmäßig von diversen Finanzanlegermagazinen besprochen wird, wo ich also auch sagen kann, es kann immer ein Bilanzskandal vorkommen, ganz sicher ist man nie, ja, siehe Wirecard oder so, aber dass wenn bei Pepsi-Cola Ungereimtheiten da sind, dann gibt es da genug Journalisten, Analysten, die darauf schauen, dass da das Risiko, dass irgendwas ans Tageslicht kommt, was konzernrelevant ist, also wo es nicht um was Kleines geht, eher gering ist. Ja.
Was ich auch gut machen kann, also auf Pepsi Cola findet man auf der Unternehmenswebseite die Geschäftsberichte der Vergangenheit. Ich habe mir da zum Beispiel jetzt einmal das Jahr 2014 mit dem Jahr 2021 verglichen, ja. Auch auf die Frage, wie ich bei so Analysen eigentlich vorgehe. Ich vergleiche halt, wie sich viele Zahlen entwickelt hat. Ich setze Sachen in Relation. Ja. Man muss natürlich dann immer ein bisschen genauer sein, als ich da bei einzelnen Videos eben auch auf die Zeit der Videos achtend schaue. Wenn ich das Jahr 2014 jetzt mit 21 vergleiche, ich hätte natürlich genauso 2013 und 15 hernehmen können. Wenn ich also 2014 mit anderen Jahren in der Vergangenheit vergleicht, dann sehe ich, also 2014 war für Pepsi Cola ein relativ erfolgreiches Jahr. 2021 war es dann auch wieder. Ja. Also ich sehe zum Beispiel, der Gewinn je Aktie, der lag 2014 bei 4,27 Dollar, 2021 bei 5,48 Dollar. Das heißt, ich habe hier einen Plus von knapp 30%. Innerhalb von 7 Jahren. Ja. Das heißt, das ist nicht atemberaubend, das wird ungefähr die Inflation sein. Ja. Aber der Gewinn steigt also mit der Inflation an. Ja. Der Kanal heißt Inflationsschutz. Pepsi Cola erfüllt also durchaus den Zweck, dass, wenn alles teurer wird, Pepsi eine gewisse Preissetzungsmacht bei seinen Produkten hat und auch die Gewinne von Pepsi Cola über lange Frist steigen. Die Dividendenrendite lag 2014 bei 2,53 Dollar, also die Dividende absolut, die ausgeschüttet wurde je Aktie, 2021 dann bei 4,25 Dollar. Das heißt, der Gewinn, der ausgeschüttet wurde, hat sich in der Zeit sogar um 60% erhöht. Die Aktie ist auch in diesen 7 Jahren insgesamt schön angestiegen, was also viel mit der Dividende zu tun haben wird. Haare in der Suppe gibt es bei Pepsi Cola durchaus auch. Ja. Die Eigenkapitalquote lag zum Beispiel 2014 noch bei 24%. 2021 ist sie auf 17% zurückgegangen. Sowas sollte man also im Auge behalten, wenn man ein Unternehmen mit einer größeren Summe beteiligt ist. Ja. Und das geht auch eben darauf zurück, dass die Nettoversch also die Gesamtverschuldung im Konzern 2014 bei 55 Milliarden lag nach den Geschäftsberichten, 2021 dann bei 76 Milliarden. Das heißt, die Verschuldung, auch die Umsätze habe ich mal angeschaut, die Verschuldung steigt in etwa mit dem Umsetzen an. Ja. Das ist jetzt was mich nicht erschreckt beim Unternehmen, das so breit aufgestellt ist. Ja. Da habe ich bei sehr vielen amerikanischen Unternehmen dank der Nullzinspolitik der Federal Reserve Bank, Sarkasmus, in der letzten Zeit viel schlimmere Bilder gesehen, also dass man viel mehr auf Schulden finanziert hat. Ja. Aber auch bei Pepsi Cola sind die Schulden also von 55 Milliarden auf 76 Milliarden doch deutlich angestiegen. Aber eben auch gleichzeitig die Umsätze. Ja. Oder nehmen wir die Umsätze mit, also die Umsätze sind gestiegen im selben Zeitraum von 43 oder von 44 Milliarden Dollar auf 57 Milliarden Dollar. Also ich habe hier sowohl bei Schulden als auch bei Gewinn, als auch bei Umsätzen so ungefähr 40% Wachstum in den letzten 7 Jahren. Ja. Also das ist nochmal so, das sind viele Relationen, die für mich halt dann insgesamt ein Bild ergeben. Ja. Aber ich habe das auch in anderen Videos schon mal breiter erklärt. Ich habe durchaus mit anderen Kollegen aus der Finanzbranche, vor allem in jüngeren Jahren, öfter versucht. Ich glaube, jeder, der an der Börse ist, versucht das einmal mit einem Excel-Sheet, eine Zauberformel zu entwickeln, ja, wo haben die besten Unternehmen dann mit einer Datenbank automatisch ausgespuckt werden. Das ist halt immer fehlerhaft. Ja. Also all diese Überlegungen, die wären nichts wert. Ja. Wenn ich jetzt nicht von Pepsi Cola sprechen würde, sondern wenn das zum Beispiel General Motors wäre. Ja. Weil ich eben glaube, ja, vom makroökonomischen Blick her, wir befinden uns mitten in einer Rezession. Die Leute haben für den Konsum immer weniger Geld auszugeben. Es ist nicht so katastrophal, wie das auf manch anderen Kanälen gesagt wird. Also die Leute müssen ungefähr mit 10%, 15% weniger auskommen als noch 2019. Die Corona-Maßnahmen haben also schon immense Schäden gehabt. Also es ist nicht die Verarmung von der gesamten Bevölkerung, das steht uns nicht bevor. Aber wenn man einen Einkommensverlust von 10% hat, dann sind eben genau die Produkte von Pepsi Cola Produkte, wo man nicht spart. Ja, vielleicht, wenn das Produkt gerade um 10% teurer geworden ist, ärgert man sich, ja, und kauft den Müsli-Riegel oder was auch immer
Einmal nicht. Ja. Aber 2 Monate später hat man wieder seine alten Gewohnheiten und kauft das ein, was man schon immer gern gekauft hat. Ja. Dagegen sind Autos halt zum Beispiel was, wo ich auf einem Schlag, wenn ich mein neues Auto kaufe und ich gehe 2 Nummern runter von der Luxusklasse her oder von der Autoklasse und kaufe mir halt kein Auto um $50.000, sondern eins um $25.000, das fährt auch und bringt mich zur Arbeit. Ja. Hier kann ich auf einen Schlag sehr, sehr viel sparen. Ja. Und ich glaube, das muss man immer im Hinterkopf behalten, dass Zahlen an sich ja nur im Kontext der ja, mit der wirtschaftlichen Lage, mit der Preissetzungsmacht und so weiter des Unternehmens interpretierbar sind. Ja. Also wer eben General Motors ähnlich bewertet wie Pepsi Cola, dann würde ich General Motors nie kaufen, beziehungsweise deswegen ist General Motors anhand von diversen Kennziffern auch viel günstiger bewertet als Pepsi Cola. Ja, ich verzettel mich jetzt aber, eigentlich habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche euch noch einen schönen Tag. Grüß euch!